Liebes Publikum, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Deutschen Oper Berlin. Normalerweise ist ja an den Weihnachtstagen in einem Opernhaus wirklich eine Menge los. Publikum und Mitglieder des Hauses kommen zusammen, um Werke aufzuführen oder gemeinsam zu erleben, die untrennbar mit Weihnachten verbunden sind. Das ist dieses Jahr leider anders. Wir wissen alle, weshalb. Aber genau aus dem Grund haben wir uns entschlossen, Ihnen eine Weihnachtsbotschaft zu schicken, damit Sie ein Stück deutsche Oper auch bei sich zu Hause haben. Sie werden unter anderem Ausschnitte erleben aus Stücken, die traditionell auf unserem Weihnachtsspielplan stehen. Eins davon haben Sie gerade gehört, und zwar den Nussknacker von Tschaikowski. Der hat uns auch die Kulisse, den festlichen weihnachtlichen Rahmen für diese Sendung gegeben. Sie hörten die Ouvertüre en Miniature, gespielt vom Orchester der Deutschen Oper Berlin unter Donald Runicles, Sir Donald, seit kurzem. Und Sie hörten das Entree des Grand Pas de Deux aus dem zweiten Akt des Nussknacker, getanzt von Aya Okumura und Alejandro Vireyes vom Staatsballett Berlin. Die Deutsche Oper ist ja nicht nur ein Gebäude, sondern das sind vor allem die mehr als 500 Menschen, die hier normalerweise tagtäglich und allabendlich arbeiten, um Aufführungen auf die Bühne, die Bühnen, muss man ja sagen, des Hauses zu bringen. Drei dieser Mitarbeiter begrüße ich jetzt bei mir, um ein wenig über dieses so sonderbare Jahr zu reden. Senta Aue, Altistin in unserem Opernchor. Benedikt Leitner, unser Solopauker, Solopauker unseres Orchesters. Und Sven Erlebach, Beleuchter. Ja, wie fühlt sich das Weihnachtsfest denn für Sie in diesem Jahr an? Normalerweise ist Hochbetrieb, jetzt ist der Laden zu. Was löst das aus? Also hier jetzt auf dieser Bühne sitzen zu können, das ist schon ganz schön in diesen Wochen vor Weihnachten. Also das ist was ganz Besonderes, die haben wir ja jetzt lang nicht betreten können. Und bringt schon Erinnerungen wieder hoch. Normalerweise ist hier Hänsel und Gretel oder Barbier oder irgendwas vor Weihnachten. Und jetzt, ja, jetzt ist es hier leer, nur wir auf der Bühne. Ja, den Chor hat es ja besonders stark erwischt, weil wir alle wissen, dass das gemeinsame Singen zu den Dingen gehört, die am schwierigsten zu handhaben sind. Wie sieht das denn bei Orchester und Technik aus? Ja, also im Orchester ist es nicht ganz so schlimm wie im Chor. Wir haben ja immerhin einiges noch geschafft in dieser Spielzeit. Also natürlich vor allem die Walküre. Das hat mir natürlich unheimlich Spaß gemacht, einen richtigen, echten Wagner zu spielen. Und ganz ohne Abstand. Wir waren alle getestet und das hat Gott sei Dank geklappt. Also wir hatten sozusagen eine Auszeit aus der Auszeit. Wir durften im September und Oktober spielen und das war für mich unheimlich wichtig, damit ich das jetzt noch durchhalte. Ja, na, bei uns war es ja so, wir haben ja viel gearbeitet zwischendurch in Vorbereitung natürlich auf die Premiere, wo noch Normalität eigentlich herrschte bei uns im Haus. Was mir so auffällt jetzt in der Vorweihnachtszeit, es fehlen natürlich Kolleginnen und Kollegen vom Chor, mit dem man sich ja oft auch austauscht. Also das ist wirklich, man merkt, dass es fehlt, was Wichtiges. Und natürlich auch Gerüche. Und wenn man ans Private denkt, man ist immer in Vorbereitung. Man selber freut sich auch auf die Weihnachtszeit. Man hat zwar viel zu tun und man stöhnt jedes Jahr aufs Neue, oh, viele Dienste und knapp besetzt. Aber letztlich freut man sich auch drauf. Und mir fehlt viel. Mir fehlt die Musik. Und diese Unwägbarkeiten, die rühren einen auf, weil man irgendwie, es fehlt so die Perspektive, wann ist es endlich zu Ende? Man, also es ist fast so wie Weihnachten in einer anderen Form, wann kann man das Paket aufmachen und man kehrt zur Normalität zurück. Wie hat sich denn
der Umgang miteinander verändert. Sie arbeiten ja alle in Kollektiven und jetzt auf einmal muss man Abstand halten, man muss vielleicht zweimal hingucken, ehe man den Kollegen unter der Maske oder die Kollegin erkennt. Na, für uns ist natürlich die Probensituation im Chor mit dem weiten Abstand, das ist natürlich eine völlige Veränderung zu dem Normalen. Also normalerweise ist man angedockt an die Nachbarstimme im Chorsaal, mit der man schon seit vielen Jahren zusammen singt, mit der man gemeinsam atmet und so. Und das ist jetzt ganz verändert gewesen. Wir hatten ja im Sommer diese tollen Proben auf dem Parkdeck. Das war ja möglich mit dem weiten Abstand. Natürlich singt man eigentlich ganz alleine. Man hört den Nachbarn ein bisschen. Es ist wirklich völlig andere Situation, ganz andere Probensituation. Jede Probe ist quasi kostbar, also man stöhnt nie mehr, dass man zu Proben geht. Normalerweise unser Proben, also wir haben morgens Probe, wir haben morgens Bühnenprobe oder musikalische Probe, abends Vorstellung oder auch Proben. Jetzt haben wir vielleicht einmal die Woche eine Probe. Das ist eine große Kostbarkeit, das ist nichts mehr selbstverständlich. Und ja, für uns ist es auch so, wann wird das Paket wieder aufgemacht? Das wird unser Weihnachten, wenn wir wieder dürfen. Ja, es ist natürlich, ich finde, gleich wenn man sich sieht, weiß man nicht genau, soll man sich jetzt umarmen, soll man sich die Hand geben? Nein, natürlich nicht. Aber das ist so in einem drin eigentlich, dass man sich wirklich jedes Mal zusammenreißen muss, dass man es nicht macht. Es war dann bei den Stücken, wo wir ungetestet mit Abstand geprobt haben, geht man dann mit dem Mundschutz zu seinem Platz. Dann musiziert man eigentlich relativ normal, also abgesehen davon, dass man weiter weg ist von seinen Kollegen. Aber dann geht man in die Pause und soll sich wieder nicht normal verhalten, nämlich Abstand halten, vielleicht gar nicht so viel miteinander reden. Und oder nach einer Premiere nicht, zum Beispiel. Ja, das ist am allerschlimmsten natürlich. Also die Kantine fehlt mir schon auch sehr, muss ich sagen. Also das ist eine von den Sachen, die wirklich fehlt. Wir arbeiten ja überwiegend in Gruppen zusammen, zumindest versuchen wir das, dass wir das durchhalten können, dass immer feste Gruppen arbeiten und man sieht unter Umständen im Kollegen und Kolleginnen eben eine lange Zeit gar nicht. Ne? Also es fehlt auch wirklich der Austausch. Das ist halt so jetzt im Augenblick und deswegen sage ich, freue ich mich, wenn wir vielleicht es schaffen, im Ausblick so eine Freude zu haben, dass wir vielleicht im Frühjahr oder den Siegfried, dass wir den vielleicht stemmen können, so wie wir den gestemmt haben im September. Und das ist, glaube ich, auch fürs Publikum dann vielleicht schön, worauf man hinfiebern könnte. Und daran klammere ich mich, glaube ich, viele andere auch, dass man sagt, das ist die Perspektive, das ist wie so ein Neuanfang. Und ich glaube, die Arbeit am Theater hat nochmal für mich einen neuen Wert bekommen, weil man merkt erstmal, in was für einer Luxussituation man sich eigentlich befindet, wenn man das vergleicht mit anderen Berufsgruppen. Und ich finde es eigentlich schön, dass man sieht, dass man eigentlich für andere, für das Wohlergehen anderer da ist, für den geistigen Austausch und ja, für neue Perspektiven irgendwie. Und das finde ich halt spannend. Und da merkt man, oh, das fehlt so. Auch für einen selbst, ja, dass man sich dran reibt. Ja. Es gefällt einem ja nicht immer alles. Aber so gesehen hat das ja sogar noch was Positives, dass die einzelne Probe so kostbar geworden ist, dass man sich auf jedes Werk sogar noch freut, ja, wo man sonst gedacht hätte, das jetzt auch noch. Ja, genau. Und dass da so ein Hänsel-Finale plötzlich was ist, wo man denkt, das ist doch so schön. Hm? Naja, man merkt einfach, dass das unsere Identität ist, einfach in einem Opernhaus zu arbeiten, mit diesen ganzen Stücken zu leben. Das auch, also ich muss sagen, ich kann jetzt schon abends manchmal besser einschlafen, weil die Musik nicht mehr in einem arbeitet oder so. Das ist schon so, ist schon auch irgendwie, aber das will man nicht immer haben, auf keinen Fall. Also das gehört nicht, also es gehört dazu, dass man eine Vorstellung macht, dass man danach noch mit den Kollegen was trinkt vielleicht, dass man sich austauscht, was passiert ist. Und dann erst kann man nach Hause gehen und runterfahren. Und das so gehört unser Leben, finde ich. Und das ist jetzt eben eine besondere Zeit, die wir natürlich durch die Kurzarbeit, die wir keine existenziellen Nöte haben. Das muss man mal ganz klar sagen. Es sieht ja woanders ganz anders aus. Wenn man sich in der Rückschau ansieht, was für Produktionen hier trotz Corona alles gelaufen ist, ist das doch eine ganze Menge. Und es ist da auch eine große Vielfalt drin. Was war für Sie, sei es als Zuschauer, sei es als Mitarbeitender, Beteiligter, die schönste Erfahrung in diesem Jahr?
Also ich habe angefangen nach den Sommerferien, meine ersten Dienste waren Beethoven, 7. Sinfonie, dieses Baby-Doll-Projekt. Und also ich mag einmal Beethovens 7. Sinfonie unheimlich gerne. Das spielt sich ganz toll. Ich fand auch das Projekt sehr gut und also das war zum Reinkommen. Wir hatten auch wirklich relativ viele Proben für unsere Verhältnisse. Das war ein tolles Projekt und gleich danach habe ich die Walküre gemacht. Also ich habe die ersten 6 Wochen von denen, wo ich wieder gearbeitet habe, habe ich nur die schönsten Sachen gespielt und das war wirklich eigentlich traumhaft für mich. Neidische Blicke. Oder? Naja, wir haben Matthäus Passion geprobt im Sommer, jetzt muss sie leider verschoben werden. Das war trotzdem auch eine intensive, tolle Arbeit. Dann normalerweise haben wir das Glück ja nicht, so ein Stück dann fortlaufend zu arbeiten. Wir müssen ja dann immer ganz viel Repertoire noch zwischenzeitlich üben. Das war schon sehr schön und das wird uns ja nicht verloren gehen. Wenn das dann kommt, haben wir da schon ein großes Päckchen geprobt. Meine Erfahrung war auch Babydoll. Ich konnte in die Generalprobe gehen, dann bin ich sofort in die Premiere auch gegangen. Ein großartiges Stück. Es hat mich sehr aufgewühlt und auch die Musik natürlich. Das Orchester zu sehen, mal sehen zu können, war auch irgendwie eine ganz tolle Erfahrung. Und dann konnte ich mir noch den letzten Falstaff an, also kurz vorm Lockdown. Und das war wirklich, das Publikum war ja außer sich vor Freude. Wir wussten alle, es ist jetzt so lang wieder wahrscheinlich Schluss. Und es war ein minutenlanger Applaus danach. Es war ein großartiger Abend. Und ich war auch in den Lieblingsstücken. Wunderbar szenisch umgesetzte, tolle Sachen. Naja, also wenn ich drüber nachdenke, klar, also die Walküre, das war für uns und für mich schon auch ein Highlight. Musikalisch war es vor allem ein Highlight, dass wir das voll spielen konnten. Und natürlich für mich La Gioconda, so Erinnerung an meine Zeit, wo ich eigentlich so meine Anbindung zur Oper überhaupt gefunden habe. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, Sie haben es gehört, wir sitzen alle in den Startlöchern. Wenn es nach uns ginge, könnte es doch schon morgen losgehen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Senta Aue, Benedikt Leitner und Sven Erlebach. Und nun habe ich eine große Freude, nämlich Ihnen eine Formation von Sängerinnen und Sängern unseres Opernchors anzukündigen. Die zwei Weihnachtslieder in kunstvollen Arrangements für Sie einstudiert haben, hören Sie Sänger und Sängerinnen des Chores der Deutschen Oper Berlin unter Leitung von Jeremy Bynes mit In Dulci Jubilo und We Wish You a Merry Christmas.
Liebes Publikum, das Jahr 2020 war und ist für uns alle ein Jahr voller Fragezeichen. Das gilt ganz besonders für Theater- und Opernhäuser, wo ja in der Regel alles auf Jahre hinaus im Voraus geplant wird. Und heute schon klar ist, wer vielleicht im Jahr 2024 die Titelpartie in einer bestimmten Inszenierung singen wird. Dieses Jahr dagegen war alles anders. An den Häusern wusste man oft nicht, ob, was und wie man im darauffolgenden Monat spielen sollte. Über die Schwierigkeit, Oper trotz Corona zu machen, möchte ich mich jetzt mit drei Mitgliedern des Leitungsteams der Deutschen Oper Berlin unterhalten. Thomas Ferle, dem geschäftsführenden Direktor, Dorothea Hartmann, der Leiterin der Spielstätte Tischlerei und Dietmar Schwarz, dem Intendanten der Deutschen Oper Berlin. An Sie alle die Frage, was war in diesem Jahr eigentlich das Schwierigste? Ich fand, das Schwierigste war Oper in Zeiten von Corona für uns, für die Deutsche Oper, dass wir das, was, für was wir stehen, wirklich machen können, nämlich große Oper. Diese Herausforderung, das war gleichzeitig ein Ziel und eine Fragestellung, kann man innerhalb von den äußeren Umständen, wie eben der Verlauf der Pandemie, das Wagen, ein Wagner im Orchestergraben zu spielen. Und das haben wir uns eben im Vorfeld lange überlegt und dann war ja dann die Entwicklung des Virus nach der ersten Welle, anders als jetzt in der zweiten Welle, dass man mehr riskieren konnte. Und dadurch, dass wir das Glück hatten, einer täglichen Testung, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sicher fühlen konnten, haben wir dann das Wagnis, sind wir das angegangen und haben es dann letztlich realisiert mit 5 Vorstellungen ohne irgendeine Infektion. Ja, ich finde, eine der größten Herausforderungen für ein Haus, wenn man das Haus als großen Betrieb anschaut, ist, dass ein Großteil der MitarbeiterInnen den Beruf nicht ausüben konnte über Monate hinweg. Sänger, die nicht singen dürfen, MusikerInnen, die nicht spielen dürfen und die eine unglaubliche Leidenschaft und Engagement haben. Und da haben wir dann versucht, jede kleinste Lücke sofort, wenn Lockerungen da waren, zu füllen mit Open-Air-Geschichten, mit kleineren Kleinstformaten, um eben diese Lust und auch eine Motivation natürlich da über Monate hinweg am Leben zu halten. Ja, ich komme eigentlich irgendwie vielleicht auf das zurück, was Dietmar irgendwie beschrieben hat. Das ist schon ein Problem, ein Haus, was so lange Vorläufe hat, dann plötzlich auf kurzfristig umzustellen. Das ist für viele andere Theaterbetriebe dann ja irgendwie vielleicht eher im Schauspiel so der Fall, wo man auch kurzfristiger Spielpläne macht. So eine Oper, die braucht so einen ganz langen Planungshorizont. Trotzdem war ich dann super glücklich, wir waren ja die Ersten, als wir es dann geschafft hatten, statt Rheingold hier auf der großen Bühne am 12. Juni Rheingold auf dem Parkdeck irgendwie zu machen, als eines der ersten Opernhäuser weltweit. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Es war auch schwierig irgendwie sozusagen, so komm hier, das packen wir jetzt an, das schaffen wir auch. Und dann haben auch alle irgendwie mit zugepackt und gleichzeitig sagst du aber, okay, das Haus muss sozusagen irgendwie, es nimmt nichts ein, aber du willst das auch irgendwie wieder feiern, sich zu sehen und gleichzeitig musst du Abstandsregeln einhalten. Also ich finde, das Schwierigste sind eigentlich die Abstandsregeln.
Ja, genau. Die Schwierigkeiten sind groß, aber auf der anderen Seite bieten sie dann auch wieder etwas sehr Positives. Wir haben dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben gespürt, dass sie unbedingt wollen. Das war dieser positive Effekt, den es hatte. Und damit konnte man dann auch kreativ umgehen. Zu den Fragezeichen, die ich eingangs erwähnte, gehört ja auch das Publikum. Man weiß nicht, kommen die Leute, wenn man wieder öffnet, oder haben die Angst, in die Theater zu gehen? Wie waren die Erfahrungen, die Sie gemacht haben in der Reaktion des Publikums? Also da war ich ehrlich gesagt schon sehr überrascht, dass nach eben 2,5 Monaten keine Oper, keine Theater, dass die Menschen doch alle wollten. Also unsere erwähnten Parkdeck-Aufführungen, die waren innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Das war ein Indiz für mich, dass eigentlich die Angst gar nicht da ist. Die Menschen wollten, die Zuschauerinnen und Zuschauer wollten Kultur. Für Kinder und Jugendliche ist die Situation ja noch mal ganz speziell gewesen. Die Deutsche Oper hat ja in den letzten Jahren im Rahmen der Jungen Deutschen Oper ein großes Angebot an Kinder- und Jugendveranstaltungen, Aktivitäten aufgebaut. Wie ist man mit dieser Zielgruppe umgegangen? Und wie hat diese Zielgruppe reagiert? Ja, wir wollten unbedingt natürlich dranbleiben an den Kindern und Jugendlichen. Also es war uns immer wichtig, sobald sich auch hier kleinere Lockerungen ergeben haben, sind wir zumindest rausgegangen. Auch wenn Aufführungen hier nicht erlaubt waren, sind wir in die Schulen, in die Kitas mit einer tollen kleinen Produktion. Tirelli heißt die, also die hat auch irgendwie sowas Freudvolles mit dem Titel schon. Und die OrchestermusikerInnen sind in die Schulen und haben ihre Instrumente einfach ausgepackt im Klassenzimmer und dort eine Stunde Musik gemacht und natürlich ein bisschen was vorgestellt. Also diese Kleinformate liefen eigentlich fast die ganze Zeit durch. Jetzt im Dezember ist das auch schwierig geworden. Und dann hatten wir eine ganz tolle kurze Blüte im Oktober. Da haben wir nämlich eine Premiere in der Tischlerei gefeiert mit 15 Jugendlichen, die ein Musiktheater entwickelt haben und sehr über ihre eigene Situation, über Emotionen, über Wut auch gesprochen und gesungen und geschrien haben, aber auch über das, was eben dann so eine Gemeinschaftsproduktion ausmacht, über einen liebevollen Umgang, auch über eine Zärtlichkeit, sich zuhören. Und das war irgendwie sehr beglückend, dass wir das geschafft haben, trotz Maske, Abstand im Oktober hier mit diesen Jugendlichen auch hier am Ort in der Tischlerei zu arbeiten. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Also sobald das wieder möglich ist, geht es da sofort auch wieder weiter natürlich. Inwieweit ist denn Corona auch auf eine Art eine Chance gewesen, was Neues zu entdecken, was Neues zu wagen, was man so vielleicht auf der großen Bühne gar nicht gemacht hat? Ich meine, es war ja so eine Initiative, die vor allem auch vom Orchester, von unserem Orchester, aber auch von den anderen Berliner Orchester kam. Was kann ich mit den Abstandsregeln realisieren auf der Bühne? Und da gab es ja auch Studien zusammen mit der Charité, wo unsere Musikerinnen und Musiker beteiligt waren. Und eins war dann eben so, dass wir gesagt haben, okay, eine Beethoven-Sinfonie könnte man hinbekommen. Und so haben wir dann im Anfang September eine Premiere gehabt mit Beethovens Siebte, Donald Ranickels am Pult, in einer inszenierten Fassung von Marie-Ève Signerol. Für mich war dieses Babydoll vielleicht sogar der bewegendste Abend im Jahr. Wie ist es Ihnen gegangen? Hat jeder von Ihnen da so seinen Moment, wo er sagt, ja, dieser Moment hat mir gezeigt, dass es richtig war, diesen Kurs zu machen, dass es richtig war, alles zu wagen und Musiktheater zu machen. Ich meine, das war ja schon was Besonderes, als der Vorhang hier überhaupt wieder aufging nach der Spielzeitpause. Und wir hatten ja, glaube ich, im Verkauf, ich glaube, 350 Plätze oder so zuerst. Es war also wirklich sehr leer im Saal oder 440 Plätze waren das. Sehr, sehr leer im Saal. Und das merkte man auch, das tat jetzt vielleicht also der Stimmung nicht gut erstmal, aber das war ja eher ein sehr bewegender, sehr trauriger Abend trotzdem, also ich war tief berührt irgendwie. Ich war sowohl von der Inszenierung berührt, aber ich war natürlich auch sowieso wahrscheinlich emotional angeschlagen, weil ich irgendwie mich so gefreut hatte, dass der Vorhang hier überhaupt mal wieder aufgeht und wir etwas bieten können. Und es war halt eigentlich einfach nur ein Konzert, sondern es war sozusagen auch noch eine richtige Inszenierung dazu. Das war schon ein besonderes Moment, ja. Man hat dann auch gemerkt danach, also das ist ja dann auch etwas, was uns auch wirklich fehlt und dem Publikum auch fehlt, dass man das, was auf der Bühne dargeboten wird, feiern kann.
Und wir haben dann doch erlebt, dass wir durch die wenigen Leute, die waren und wir einen großen Platz vor dem Haus haben, vor der Kantine auf Abstand draußen noch sitzen konnten und auf Abstand über das Gesehene diskutieren. Und deshalb habe ich gemerkt, es ist wieder so ein Teil von Normalität, die sich da wieder eingestellt hat, die leider nicht lange hielt. Nee, für mich war eigentlich der bewegendste Moment, als wir die ersten Rheingold-Proben auf dem Parkdeck hatten und dann das Publikum irgendwann dazu kam, weil man ganz neu wieder gelernt hat, was Theater ausmacht nach diesem unglaublich harten Lockdown von März bis Mai. Man vereinzelt, sitzt zu Hause, guckt irgendwie vielleicht Theater im Stream, in der Distanz am Bildschirm und dann kommt man wieder zusammen und feiert sozusagen die Flüchtigkeit des Moments, ein Ton, eine Emotion, gemeinsam mit anderen Menschen in diesem Moment. Und das ist Theater und das kann kein anderes Medium herstellen. Das kann man nur hier auf dem Parkdeck, im Haus, in der zweiten Spielstätte erleben. Und das, finde ich, war einer der bewegendsten Momente für mich persönlich, das nochmal neu zu lernen. Vielleicht kann man nochmal ganz kurz ergänzen. Du hattest ja vorhin gefragt, was hat sich vielleicht verändert dadurch auch? Also wir haben ja jetzt für die Spielplanung, also den Spielzeitstart werden wir ja in der kommenden Spielzeit dann auf dem Parkdeck wieder haben. Das heißt, das ist jetzt quasi fast ein fester Spielort. Wir haben noch so ein bisschen das Problem, dass wir dann ab 22 dort erstmal eine Baustelle haben werden. Aber zumindest in 21 fangen wir an, dort wieder durchzustarten. Ich hoffe dann auch mit 600 Plätzen, die wir dann verkaufen können und nicht irgendwie 250. So, da hat sich etwas verändert in dem Denken auch. Dass man sagt, okay, wenn man kann, dann geht man zu Anfang vielleicht mal raus. Das ist eine Erfahrung, die haben wir jetzt gemacht. Das war ja schon mal, als wir hier eine Umbauphase hatten, haben wir dann aber wieder ad acta gelegt. Und ja, vielleicht bleiben wir da einfach bei. Ne? Ja, liebes Publikum, wir alle hoffen, dass solche bewegenden Momente, von denen eben die Rede war, auch im kommenden Jahr sehr bald und möglichst zahlreich stattfinden werden. Und dass wir uns alle bald hier wieder in der Deutschen Oper treffen, um über Musiktheater zu streiten und Musiktheater zusammen zu erleben, vielleicht auch begeistert zu jubeln. Wir haben jetzt noch für Sie ein Stück vorbereitet, das aus einer Oper stammt, die für viele die Weihnachtsoper schlechthin ist, obwohl sie streng genommen gar nicht an Weihnachten spielt, sondern im Sommer. Es ist Hänsel und Gretel. Hören Sie das Finale. Es dirigiert der Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin, Donald Runnicles, seit neuestem Sir Donald. Es singen Mitglieder des Ensembles der Deutschen Oper Berlin und es spielt natürlich das Orchester dieses Hauses. Viel Vergnügen. Oh,
Yeah.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir wünschen Ihnen alle, die Sie jetzt hier nicht sind, und Ihnen, liebes Publikum, schöne Feiertage. Das werden sicherlich andere Feiertage, andere Weihnachten sein, als Sie es sonst erleben. Auf alle Fälle für uns, weil wir spielen dann ja für Sie, liebes Publikum. Und ich darf Ihnen jetzt schon alles Gute für das neue Jahr wünschen. Zufriedenheit, Glück und vor allem Gesundheit. Und dass Sie sehr, sehr oft zu uns in die Deutsche Oper kommen wollen und können. Frohe Weihnachten! Frohe!